Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zur letzten Aufnahmesession von Skyrim hier mit mir auf dem Kanal JaboLP. Ich hoffe, es macht euch immer noch Spaß, hier zuzugucken und hier dabei zu bleiben oder dabei zu sein, wenn es jetzt auch zum Ende hingeht. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen jetzt kommen, ob es 349 oder 350 oder 351, 52, wie auch immer wird. Das hängt jetzt davon ab, wie lange ich hier spiele. Und... ja. Ja, was ist denn los hier? Warum können wir denn... wir können hier irgendeine scheiß Quest abgeben. Ja, hallo. Ja gut, bei dem können wir die Quest anscheinend nicht mehr abgeben, weil wir damals das mit dem Kaiserreich gemacht haben. Dann packe ich die mal eben raus. So. Ja, also das hängt jetzt davon ab, wie lange ich spielen werde. Es werden halt jetzt so viele Folgen, wie es werden. 20-Minuten-Parts bleiben natürlich weiterhin. Und, ja. Dann werden wir ja sehen, wie weit wir kommen. Ich habe ja schon angekündigt, dass das nicht das Ende oder das vollständige Ende sein muss. Es kann halt immer wieder sein, dass ich vielleicht irgendwann nochmal sage, boah, jetzt nochmal so eine Runde Skyrim, die ich aufnehme. Dann werde ich das natürlich tun und auch auf dem Kanal hier hochladen. Aber, ja. Grundsätzlich... hä, was macht... wo... na gut. Grundsätzlich... wird es dann das jetzt erstmal hiermit gewesen sein. Also, es kommen jetzt noch ein paar Folgen in Reihe. Und dann endet das Ganze. Und es werden neue Projekte gesucht, die wir dann hier einsetzen können. In die 11 Uhr Zeit. Also ihr wisst ja, 11 Uhr ist immer Skyrim. Ihr hättet nie herkommen. Was kackst du mich denn jetzt hier schon wieder an? Was soll die Scheiße denn? Huch! Uah! Ich glaube, Hexenrabe ist schon tot, kann das? Sollten wir überhaupt hier einen Hexenrabe töten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Pam! Pam! Mehr brauche ich nicht, Fräulein. Muss ich da jetzt wieder rein, oder was? Ach so. Das war's schon. Zack, zack. Häuft ihr das Schild. Flammenmantel. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht, ne? Ne. Coole Sache. Gut, dann können wir ja hier wieder wegreisen. Und zwar haben wir nämlich hier unten noch eine Quest in der Hexenfelsenschanze. Da gehen wir jetzt auch noch eben rein. Wir haben ja gesagt, dass wir jetzt hier in dieser Aufnahme noch ein paar Quests erledigen, noch ein bisschen durch die Gegend laufen, ein paar Gebiete erkunden. Achso, und ich wollte noch nachgucken, wie viele Gebiete wir jetzt eigentlich haben. Das kann ich mal eben machen, Statistik. Orte entdeckt 243 und mir wurde irgendwas von 300 oder so gesagt. Das kommt ja dann gut hin. Aber da finde ich, haben wir eigentlich schon sehr viel jetzt gemacht. Ach, da ist schon wieder hier so ein... so, tu nicht gut. Ja, also, da sind wir mit 240 ja schon gar nicht so schlecht dabei. Wo ich ja eigentlich auch so viel getrödelt hatte. Freut mich das ja dann doch, dass das so gut geklappt hat. Ach, das ist die Kacke hier. Muss ich jetzt schon wieder machen? Willst du mich verarschen? Das haben wir doch schon gemacht hier, das Ding. Und jetzt nochmal alles? Boah, ist ja doof. Ist das Ding jetzt auch weg? Ja. Ah, da werde ich hier wieder von irgendwo abgeschossen. Uah. Lassen wir die Spielchen. Finde ich auch. Wir lassen die Spielchen.
Oh, da hinten sehe ich sogar direkt noch eine Höhle, die wir gar nicht entdeckt haben. Hier in dem Bereich. Können wir ja dann danach auf jeden Fall noch hingehen. So, erstmal noch hier eine Truhe knacken. Schwarzer Seelenstein, cool. Da ist doch hier irgendwo wer gewesen, oder? Sind doch überall irgendwo welche. Wo sind die denn? Ach, da hinten. So, zack, kaputt. Noch wer? Da oben. Und da hinten. Und da. So, zack, auch verbessert. Und du kriegst jetzt auch einen auf den Deckel. Du Futtkopf, du. Was soll das werden? Tanzt eine Runde für uns? Was? Killt er uns? Krasse Kiste. Wie hat denn der uns jetzt so schnell auf einmal gekillt? Ja, da geht's wieder los. Das Schöne. Ich glaube, ich renne da jetzt durch. Ich habe keine Lust, die nochmal alle zu killen. Ich renne da jetzt durch. Das finde ich nämlich ein bisschen langweilig, immer alles doppelt zu machen. Da hätten sie sich... Hä, wo bin ich denn jetzt? Habe ich nicht auf Hexenfelsenschanze gedrückt? Ich hoffe, durchlaufen killt uns nicht. Sonst muss ich das nämlich doch nochmal eben machen. So, wo war das jetzt? Hier irgendwie rauf? Okay, die muss ich ja töten hier. Ich auch töten. So, und jetzt dürfte ja erstmal keiner kommen. Jetzt gehen wir hier hoch. Und dann hinten einmal durchrennen. Denn das ist mir echt zu doof, da jetzt nochmal alles zu machen. Ist ich überhaupt richtig? Ist da hinten irgendwo, ja? Ja, hier drüben. So, dann rennen wir jetzt einfach mal. Hier hinten irgendwo muss das doch sein, ne? Ist richtig? Ja, das muss das sein hier. Da müssen wir rein? Ach so, okay. Das hätte ich dann wohl gerade eben auch eher haben können, weil da sind wir ja oben völlig falsch gewesen, ne? Aufpassen, dass sie jetzt nicht gleich von hinten kommen. So. Da sitzen welche. Ist mal wohl besser. Was war das denn jetzt? Den Bogen rausholen. Doch. Ja, genau, die von oben wissen jetzt auch alle Bescheid. Standard. Da ist wieder so ein Buch von 2920 gewesen. Da haben wir ja schon mehrere von gefunden. So, schleichen wir uns einfach mal weiter durch. Und, Moment. Das ans. War doch noch irgendwo was. Ja, heißt jetzt Schießkunst um 20% gesteigert, dass wir 20% mehr Schaden mit Bögen machen? Natürlich so die Frage, ne? Die Maske mal an. Können wir das überhaupt? Das. So. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Ich spiele jetzt noch mal ein bisschen mit dem Bogen. Den haben wir zwar schon auf 100, aber ist ja egal.
Was ist das denn? Schlüssel? Ja. Macht eine Zellentür auf. Wenn das der einzige Sinn war, eine Lehrlingstür aufzumachen, bin ich jetzt aber leicht enttäuscht. Ah, da sieht's doch besser aus. So, und zack. Was? Das ist nur ein Dornenherz. Das soll hier der große Meister sein. Ist ja schon fast langweilig. Das war's? Oh Mann. Was hat er denn hier gemacht? Ha, komische Sache. Naja, eine Truhe mit 150 Gold. Silberbarren nehmen wir natürlich auch mit. Was geht hier ab? Wo geht's denn hier hin? Achso, da geht's raus. Da hinten war aber auch noch eine Tür. Eine Truhe. Oh, und da geht's hoch. Fell. Quecksilbererz. Aua. Wo geht's hier hin? Auch nach Himmelsrand. Dann gehen wir hier raus. Was? Wer hat uns jetzt schon wieder gesehen? Was? 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 Geil. Hä? Was? 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 Wer sieht uns denn hier gerade durch die Wand? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich weiß aber, was wir machen können. Moment mal. So. Guck mal doch mal, wie gut der mittlerweile ist. Boah! Wer macht denn da so viel Schaden? Ich kann mich nicht bewegen. Was soll denn das? Lol. Muss ich das verstehen? Was macht denn da bitte so viel Schaden? WTF? Jetzt geht das hier schon wieder los, ey. Letzte Aufnahme und Massensterben. Irgendwie gefällt mir diese Tür hier nicht. Geh mal woanders rein oder raus. In der Hoffnung, dass es da irgendwie besser ist. Wieso sind jetzt hier auch schon wieder Leute, oder was? Was? One Hit? Will der mich verkackeiern, oder was? Was ist das für ein Typ? Wie kann der mich denn mit einem Schlag killen? Hilfe? Können wir hier irgendwie wegschleichen? Das ist der Typ bestimmt da. Ich habe aber keinen Bock auf den. Ja, genau, du siehst mich halt, ey, weil du eine Schlampe bist. Was sollen die Scheiße hier schon wieder? Mann, ey. So ein K...
Kackspiel manchmal. Dämliche KI hier. So ein Müll. Jetzt höre ich auch schon wieder irgendwo einen Drachen hier. Sehen sogar. Kommst du wieder oder haust du wieder ab? Hallo, ich warte. Ja, komm. Komm jetzt hier hin, Mann. Boah, ey, was ist hier heute los, ey? Rheinwasserpassage. Ich würde aber schon gern erstmal den Drachen da töten, ne? Wenn er denn endlich mal... Hallo? Wenn er sich mal dazu bewegen könnte... Ach, mobb dich doch, ey. So. Hab ich ja mal gar keine Lust drauf auf so einen Kack. Was ist das jetzt hier für eine Höhle? Was erwartet mich hier schon wieder für irgendwelche monströsen Viecher, die mich mit einem Schlag töten? Nirnwurz. Nirnwurz. Oh, tauchen. Was ist das denn? Schach, Schlachterfisch. Okay. Was ist das denn gewesen für ein Buch? Scherims Herz bringt uns nichts. Raus damit. Das war's, oder was? Das ist das Geheimnis dieser Passage. Ey, was soll das? Knabber mich nicht an, du blödes Vieh. Kein geheimer Gang oder sowas? Ach, da ist noch eine Truhe. Whee. Oh Mann, ey. Ich bin ja hellauf begeistert, was man hier so finden kann. Naja gut. Dann halt irgendwie wieder raus, ne? Ja. Was haben wir denn jetzt alles gemacht hier? Wir haben noch ein paar Aufgaben. Bote den Kirre zu Diabalu. Wo ist die denn nochmal? Eine da. Und eine da. Ach ja, hier, genau. Tempel der... Tempel Mara, oder wie die da heißen. Tempel von Mara, Tempel der Mara, wie auch immer. War ja hier hinten bei der Diebesgilde irgendwo, ne? Da müssen wir doch hier irgendwie... hoch. Ah ja, genau. Tempel von Mara, wart. Tempel von Mara. Die gute Mara! So, was ist hier? Allah, halla, malla. Lady Mara, hier. Hast euch im Schoß. Mein Kind, euer Einsatz hat der Göttin ein Lächeln. Ihr habt die launische Natur der jungen Liebe gesehen und... Ja, wie? Einen Punkt, den ihr für uns erforschen solltet. Denn eine starke Liebe kann Stürmen widerstehen und selbst den Tod überwinden. Nehmt dieses Symbol von Mara. Sie wird euch zu den umherwandernden Seelen von zwei Personen führen, deren Liebe so groß war, dass ihre Verbindung sie an diese Welt gebunden hat. Dann legen wir halt das Amulett an.